Damit haben wir geschlossen. Ne? Ich sage jetzt nicht alles nochmal, was eben war. So, das ist aber bloß die Luftseite, luftseitige Betrachtung der Antenne. Ne? Also auch eigentlich bloß relativ grobschlächtig. Also eher systemtheoretisch, was hat sie für einen Gewinn, was hat sie für einen Öffnungswinkel und so weiter. Ne? Man kann das ganze Ding natürlich aus der Netzwerksicht noch betrachten. Aus der Netzwerksicht ist die Antenne letztlich nichts weiter als eine potenziell frequenzabhängige Impedanz. Das ist alles. So, wie kann man jetzt die einzelnen Komponenten da der Antenne auseinandernehmen und welche Komponenten hat diese Antenne, Netzwerk theoretisch gesehen? Ne? Da machen wir mal eine Leistungsbetrachtung. Nämlich zunächst mal schicken wir Leistung an den Antennenfußbogen rein. Also wir packen hier, da wird irgendwas reingespeist, ne? Und dann wird was abgestrahlt. Das ist das, was wir eigentlich wollen, die Abstrahlung. Falsche Richtung. Die Abstrahlung ist das, was wir eigentlich wollen. Ist aus Sicht des Generators hier aber eigentlich nichts weiter als verloren gegangene Leistung oder umgesetzte Leistung und damit ein ohmscher Widerstand. Ne? Ja, weil es weg. Also der Generator weiß ja nicht, ist das jetzt Wärme geworden oder abgestrahlte Welle. Ne? Und deswegen ist das nichts weiter als hier so ein ohmscher Widerstand, R-Rad für abgestrahlte Leistung. So, gleichzeitig hat man da drin Kupferverluste beispielsweise, also irgendwelche Verluste, meinetwegen auch im Dielektrikum, die tatsächlich dazu führen, dass eben die Elektronenbewegung, die es da zweifellos drauf gibt, dazu führt, dass irgendwo Wärme erzeugt wird. Das ist Leistungsverlust, ganz klar ohmsch, auch aus Sicht des Generators. Dummerweise kann der Generator nicht entscheiden, ist irgendetwas Wärme geworden oder elektromagnetische abgestrahlte Welle. Ne? So, und dann haben wir noch, weil ja da alles Kapazitäten oder auch Induktivitäten vorliegen, natürlich noch Leistung, die in der Nähe, im Nahfeld der Antenne gespeichert wird. Die also in der einen Halbwelle rausgeht, in der nächsten wieder reinkommt. Ne? So das, was Kapazitäten und Induktivitäten halt tun. So, das ist ein Imaginärteil da dran. So, ganz einfache Leistungsbetrachtungen zeigen, dass die gesamte Leistung sich aus den beiden Komponenten zusammensetzt oder beide Komponenten bedient. So rum wäre es eigentlich richtig. Antenneneffizienz kann man ausrechnen. Abgestrahlte Leistung bezogen auf die gesamte Leistung, also eine ganz normale Effizienzberechnung. Wer jetzt glaubt, dass das bei Antennen, weil das sind ja sehr einfache Bauelemente, eigentlich immer hohe Werte sein müssten, die sich so um die 80-90% ranken, liegt vollkommen falsch. Es gibt Antennen, auch verkaufte Antennen, gebaute Antennen, die haben einstellige Effizienzen. Also einstellige Prozenteffizienzen, zum Beispiel sowas hier. Wir haben den Halbwellendipol noch nicht kennengelernt, aber na, der hier jetzt nicht. Das ist ja automobile Oberklasse. Der sendet ja auch im höheren Frequenzbereich bei 868 MHz, aber hat jemand einen Ford oder VW? Da senden die Autoschlüssel bei 433 MHz, das sind 70 cm der Schlüsselwellenlänge. Der Schlüssel ist auch nicht größer. Ne? So, 70 cm, eine gute Antenne für im 70 cm Band ist 35 cm lang. Das ist ein Autoschlüssel offensichtlich nicht. Also selbst grobe Schätzungen gehen davon aus, dass das größer wird. So, dann haben sie auch noch die Hand drumherum, die stört vielleicht auch noch so ein bisschen dabei. Also kurz und gut, in zum Beispiel so einem Ding sind aus ganz offensichtlichen Gründen sehr ineffiziente Antennen verbaut. Oder relativ ineffiziente Antennen verbaut. Die will ich jetzt keinem zu nahe treten und sagen, oh, die hat ja bloß 5% Effizienz oder so, aber die haben niedrige Effizienzen, die im Bereich von eventuell wenigen Prozent oder sowas liegen könnten, ne? Also die strahlen eben nicht so viel ab, wie man sich das wünscht. Und das Dumme ist, man kriegt das auch nicht wirklich richtig. Also das gibt prinzipielle Gründe, warum das so ist. Also es ist nichts, wo man sagen kann, oh, war eben da billig designt, machst du mehr Aufwand, dann geht's schon besser. Also es geht sicherlich immer vieles besser, aber es geht nicht komplett weg, das Problem. So, also das kann man sich hier durchaus merken. Wenn da also mal eine Effizienz von 10%, 20%, 30% oder sowas steht, dann kann das sein. Da muss man sich überlegen, warum das so ist. Und vielleicht ging es auch wirklich gar nicht so viel besser. Ne? So, die Widerstände kann man natürlich leicht ausrechnen. R-Rad hier, Leistungs- und so weiter. Können Sie lesen, können Sie selber. Das Problem ist, hier, um das bestimmen zu können, müssen Sie die abgestrahlte Leistung kennen. Die abgestrahlte Leistung können Sie aber nur kennen, wenn Sie tatsächlich die Abstrahlung in allen Raumrichtungen gemessen haben.
was will ich damit sagen? Man kann da dran kommen an den Wert, das ist aber nicht einfach. Ja, das heißt tatsächlich, Sie müssen in 4Pi, also in allen Raumrichtungen, die Antenne, die Abstrahlung der Antenne gemessen haben, müssen diese Werte aufintegrieren. Dann wissen Sie, welche Leistung abgestrahlt wurde und dann können Sie es ausrechnen. Anders gibt es keinen Weg. Nicht? Weil ansonsten Ihnen immer im Weg steht, dass da diese beiden Widerstände untrennbar sind. Ne? So ist halt. Also es gibt vielleicht eine Abkürzung, wenn Sie ganz genau wissen, diese Antenne hat folgende Symmetrie oder so, dann reicht es, einen Raumpunkt auszumessen und dann alles runter zu skalieren. Ne? Und daraus auf die gesamte Leistung zu schließen, das kann man natürlich tun, aber dann hat man eigentlich die Richtcharakteristik mindestens einmal vorher ausmessen müssen. Ne? Also kommt man nicht wirklich dran. Genauso hier das PL, das was da verloren gegangen ist, das kennen Sie auch nicht. Das kennen Sie eigentlich nur, wenn Sie wissen, was Sie draufgegeben haben und was abgestrahlt wurde. Dann bleibt ja noch ein Rest. Ne? Also aufwendige Geschichte. So. Dann der kleine Dipol. Da möchte ich noch ein bisschen durch ein paar analytische Betrachtungen gehen, aber das vertiefe ich nicht allzu sehr, sondern schließe mit dem Ergebnis eigentlich. Ja genau, das reicht auch aus. Nämlich mit dem Ergebnis der einzelnen Feldkomponenten. Da tauchen jetzt drei Feldkomponenten auf. Wir haben bislang immer nur über zwei gesprochen. Wir haben nämlich nur über das E-Theta gesprochen und das damit zusammenhängende H-Phi. Also E-Theta, H-Phi. Ne? Jetzt kommt noch die nach außen gehende Komponente ER dazu. Also die eben gerade aus der Welle eine nicht transversal elektromagnetische Welle macht, sondern nur eine transversale magnetische Welle machen würde. Da stellen wir aber fest, dass die hier mit mindestens 1 durch r Quadrat abfällt. Also schneller als die beiden, die nur mit 1 durch r abfallen. Das hatten wir eben schon mal. Die Leistung verteilt sich natürlich proportional 1 durch r Quadrat. Die Felder entsprechend proportional 1 durch r. Diese Feldkomponente mit 1 durch r Quadrat fällt also relativ schnell weg. Und irgendwann ist sie weg. Und irgendwann haben wir es dann nur zu tun mit den beiden. Ne? So, das ist der Punkt. Hier gibt es noch ein paar reaktive Komponenten drin, die aber auch schneller abfallen als die eben nicht reaktive. Und ja, das ist so. Und dann gibt es ja noch eine andere, die aber auch sehr schnell weg ist. So, man sagt jetzt, im Fernfeld hat man dann tatsächlich die transversal elektromagnetische Welle und meint, im Fernfeld ist die Komponente nicht mehr auffindbar und diese störenden Komponenten hier auch nicht mehr. So. Dann kann man natürlich überlegen, wo ist denn das Fernfeld oder wann beginnt denn das Fernfeld? Und da gibt es einen ganz interessanten Effekt dabei. Nämlich, die Definition ist, R ist größer als 2 mal L Quadrat. L ist die Ausdehnung der Antenne, bezogen auf die Wellenlänge. So, gucken wir uns ein Lambda an, ein Lambda-halbe-Dipol an. Lambda-halbe groß. Wenn Sie das hier einsetzen, kommen Sie drauf, dass Sie nach etwa Lambda-halbe sich im Fernfeld befinden. Also eine halbe Wellenlänge vom Lambda-halbe-Dipol entfernt sind Sie. Schon ganz okay nach dieser Definition im Fernfeld. Bei einer Parabolantenne, die 20 Lambda Durchmesser hat, 3 cm, 60 cm, das ist so ein 60 cm Dish, ne? von der Satellitenantenne. Da sind sie nach 800 Lambda mal 3, 2400 cm sind 24 Meter, ne? Ja, sind sie nach 24 Metern erst im Fernfeld. So im Verhältnis gesehen. Ne? Spielt keine Rolle, der Satellit ist weiter weg. Ein Laser, und das ist jetzt die spannende Geschichte bei dieser Definition hier. Bei einem Laser, der eine Aperturöffnung, eine Öffnung von 1 mm hat und eine Wellenlänge, das ist rot, von 632 Nanometer, sind sie nach 3,16 Meter erst im Fernfeld. Nach dieser Definition. Auf die Idee würden Sie so normalerweise gar nicht kommen. Ne? Liegt einfach daran, wie diese Definition hier ist. Genau. So. Was ist jetzt, also warum bleiben wir jetzt nicht bei dieser Standardantenne, die da nur aus diesen zwei kleinen Drahtstummeln besteht? Was ist eigentlich falsch an dem Teil?
Also warum nimmt man die nicht überall? Denn das wäre ja schön einfach, ne? Schön klein, zwei Drahtstummel, ein bisschen Strom hin und her, gut, ist die Antenne. Ja, was ist denn das eigentlich? Das ist eigentlich eher ein Leerlauf als wirklich eine Antenne. Es ist einfach nur ein Stückchen Draht, das aufhört. So, Punkt. Das ist eigentlich die Definition von Leerlauf. Ne? Da wissen wir alle, das Ding hat nicht sonderlich hohen resistiven Anteil. Das hat ist im Wesentlichen eine Kapazität. Ne? So, und hat eben einen hohen Imaginäranteil. Das heißt also, man kriegt, es ist halt ein Leerlauf, kaum Leistung rein. Ihr kommt ja gleich wieder zurück. Ne? So, ist also wesentlich, ist also sehr ineffektiv, schwer anzupassen. Und wenn Sie etwas haben, was sehr, sehr geringen ohmschen Anteil hat, dann sind Sie im Smith-Diagramm ganz, ganz weit außen, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, ist ja egal. Und dann versuchen Sie mal, diese Wege zu gehen, die wir gehen mussten, um in den Mittelpunkt des Smith-Diagramms zu kommen. Da müssen Sie weite Wege gehen. Und was weite Wege heißen, habe ich Ihnen auch gezeigt. Das ist also sehr, sehr frequenzselektiv. Oder sehr, ja doch, sehr, sehr schmalbandig daneben. So, Sie kriegen es eigentlich nicht, Sie kriegen es nicht angepasst, Sie kriegen keine Leistung rein. Und noch dazu kommen Effizienzbetrachtungen, dass das auch relativ schlecht wird. So, also muss man was anderes tun. Und da kommen wir jetzt auf die, ich würde mal sagen, Mutter aller Antennen, ne? Den Lambda-Halbe-Dipol. So, besser ist es, man arbeitet in der Resonanz. Das tun die HF-Techniker sowieso gerne, Resonanzeffekte ausnutzen. Ne? Ist eigentlich auch eine ganz elegante Variante. Und da kann man sich ja vorstellen, man nimmt mal eine Lambda-Viertel-Leitung. So, natürlich ist am Ende der Strom null. Aber Sie haben hier, nach Lambda-Viertel sieht ein Leerlauf aus wie ein Kurzschluss, haben Sie natürlich maximalen Strom, Strombauch. Ne? Da kriegen Sie auch richtig mit einer Stromquelle richtig Wumm rein. Ne? So, und dann haben Sie das natürliche Verhalten der Welle, hier das Maximum und dann fällt es ab nach hier. So, so ist nun mal. Wenn Sie das Ganze jetzt in Gedanken mal aufklappen und auch noch dazu meinen, dass die Stromverteilung gleich bleibt, was man jetzt durchaus in Zweifel ziehen kann, ne? Aber wir gehen mal davon aus, dann klappt sich das Ganze irgendwann auf und dann haben Sie natürlich hier diese genau eine halbe Wellenlänge auf dieser Drahtstruktur, auf dieser ehemals Leitungsstruktur. Ne? So, das ist der Lambda-Halbe-Dipol. Erfüllt automatisch die Randbedingungen Strommaximum in der Mitte und Stromminimum respektive Null am Ende. Da kann man sich also vorstellen, man kriegt da Strom rein, der dann irgendwie hin und her läuft und hier am Ende hat man trotzdem die Randbedingungen erfüllt. So, das kann man dann simulieren. Muss man einmal die Hose richtig zumachen. Das wollte ich nicht unbedingt vor der Kamera tun. So, das kann man simulieren. Das kann man simulieren, auch wieder hier mit NDC gemacht. Man kriegt dann auch tatsächlich, wenn man sagt, ach, ich habe in der Mitte hier eine kleine Spannungsanregung, hier, so ist das hier gemacht worden, ne? Dann kriegt man tatsächlich diese sinusförmige, quasi sinusförmige Stromverteilung dahin, die hier gezeigt ist. Da. Das Ganze sieht nach wie vor aus wie so ein Donut hier. Also ist so auf den ersten Blick kaum unterscheidbar von der Strahlungscharakteristik, sehr wohl in den Größenordnungen, nicht? Aber von der Strahlungscharakteristik eines kleinen Dipols, ist auch ein Donut, der ist jetzt hier nur etwas bunter, weil größere Werte dabei aufgetaucht sind, weil die effizienter ist. Ansonsten sind die Schnitte ähnlich, die Eier sehen ein bisschen anders aus, aber das war's auch. Ich zoome mal ran nochmal, damit man die Zahlen auch lesen kann. Muss meine Brille? Hier die 400%. So, unten ist das Interessante, ne? Bitte? Ja, ja, also das wollte ich noch gar nicht haben hier, aber ja, die ist klar induktiv. Aber nicht schlimm induktiv, die ist auch nicht 50 Ohm, ne? Sondern 75, 77 Ohm. So, aber das und das können Sie mal spaßhalber machen im Smith-Diagramm, das kriegen Sie angepasst. Nicht? Das liegt jetzt in irgendeinem wirklich handelbaren Bereich, das ist ja nicht mal bei 100 Ohm. Ne? Also dann packen Sie das ein bisschen LC ran und dann geht das schon. Können das mal ausprobieren gleich. So, was Sie hier sehen, Richtcharakteristik geht hoch bis 2 dB, dBi. Das ist das, was ich eben sagte, 2,16 ist das Maximum, steht das hier irgendwo da. 2,16 dBi ist der Gewinn dieser Lambda-Halbe Antenne und natürlich ist die auch rund, das heißt also in dem Azimutschnitt ist das ganze Ding da wieder symmetrisch. Ne?
So, Herr Jung, Sie hatten schon gesagt, das ganze Ding ist induktiv, aber handelbar induktiv, ne? Da. Wollen wir es ausprobieren? Wo sind wir denn da? Machen wir alles weg. Ja, der normale Stummel, der ist kapazitiv. Okay. Ja. Was hatte ich jetzt gesagt? 77? 77 ist etwa an 1,5 und x soll 1 sein, ne? Etwa. So, da wäre der in etwa, ne? Also wenn wir da jetzt, guck mal, mit dem kommen sie schon da runter und da wären sie schon bei 0,21 Reflexionsfaktor, nur mit einem C, ne? Also das ist nicht ideal, ganz klar, aber 0,2 als der Reflexionsfaktor ist jetzt auch nicht, ist nicht gut, aber für das Einfache, was wir da getan haben, schon mal ein Ergebnis. Ich mache das aber weg. Laufe nochmal mit einem L hoch auf den Kreis, den wir hier hatten, und dann mit dem C wieder runter. Und dann kriege ich mit eigentlich moderaten Werten da, und vor allen Dingen mit kurzen Wegen hier im Smith-Diagramm, auch eine ganz gute Anpassung hin, ne? Da. Ja. So, wenn Sie die Frequenz erhöhen, beim Lambda, also beim Draht, bei einer Drahtantenne, immer noch Mittenspeisung vorausgesetzt, das ist jetzt eine Antenne von 1,5 Meter Länge, der Draht, das ist genau Lambda halbe bei 100 MHz, und dann haben Sie auch bei 100 MHz den ersten Dip hier. Das ist gemessen mit 50 Ohm unangepasst. Deswegen geht das hier nicht sonderlich tief runter, ne? Sondern bleibt eben hier bei dem Reflexionsfaktor von ein bisschen besser als 2 dB hängen. Das würden Sie so nicht verkaufen wollen, sondern würden Sie noch ein bisschen LC-Mimik machen, was ich da eben getan habe, nicht? Damit Sie diesen Resonanzpunkt hier, die Anpassung hier noch deutlich besser hinkriegen. Hier habe ich Sie einfach nur an 50 Ohm angeschlossen. Fertig, mehr nicht. Ne? Aber was man sieht, ist, also es würde schon mal Leistung reingehen und abgestrahlt werden. Ne? Denn dieses Material, das ich genommen habe, ist verlustfrei gewesen. Das heißt, die Leistung kann nirgendwo anders hin, als abgestrahlt werden. So, wenn ich das Ganze, die Frequenz erhöhe, dann geht erstmal wenig, also eigentlich wieder keine Leistung rein, weil überhaupt nicht angepasst, keine Resonanz, kein gar nichts. Kaum Abstrahlung, und irgendwann kommen Sie an den Punkt 200 MHz, da ist das ganze Ding gerade Lambda lang und da haben Sie wieder eine Resonanz. Da wird also ganz automatisch durch die Wellenfunktion die Randbedingung I gleich 0 oben und unten erfüllt. Jetzt haben Sie dummerweise in der Mitte auch einen Stromdurchgang, ne? Ist nicht gar so prickelnd, wo die Anpassung eigentlich gut aussieht. Also Sie kriegen schon Energie rein. Wie das Strahlungsdiagramm aussieht, sehen wir später. So, Sie erhöhen es weiter. Jetzt ist sie 3,5 Lambda lang, die Antenne, 2 Lambda und so weiter und so fort. Sie sehen hier die unterschiedlichen Gewinne, die sich ergeben in der Breitseite, also in die Hauptstrahlrichtung der Lambda-halbe Antenne gesehen, sodass die hier, da sind sie bei 2 dB in etwa, aber es wird nur die Leistung betrachtet, die abgestrahlt wird und nicht die angeboten wird. Das heißt also, das ist jetzt hier der Gewinn bezogen auf die abgestrahlte Leistung, nicht auf die, die zur Verfügung stünde. Also Anpasseffekte wieder rechts sind gar nicht berücksichtigt. Gut, so, die strahlt in Breitseite nicht. Zeige ich Ihnen gleich warum. Da haben Sie wieder einen gewissen Gewinn und dann wird es eben die Langantenne. So, wie sehen die Strahlungsdiagramme aus? Das ist vielleicht ganz spannend. Ja, so. Hier haben wir eine kleine Antenne und hier haben wir eine Lambda-halbe Antenne. Wenig Unterschied, außer in der Skalierung eigentlich, ne? Also das Ei ist hier so ein bisschen weiter aufgeblasen als da. Das ist eigentlich alles. Niemals wird in axiale Richtung abgestrahlt. Drei Viertel Lambda, lange Antenne, irgendwas dazwischen, auch so ein komisches Ei, aber nicht so eine schöne, saubere Abstrahlung. So, hier die Lambda-Antenne. Was passiert da?
wenn die Antenne lambda lang ist, dann habe ich da einen Strom, also die positive Halbwelle und hier meinetwegen die negative. So, ne, so kann man sich das denken, dass das so sein soll. Randbedingungen hier erfüllt, in der Mitte muss es Null sein, sonst passt die Welle nicht da rein. Wenn ich jetzt aber hier an dieser Stelle stehe und mir das Feld angucke, dann sehe ich hier, das heißt also, hier fließt der Strom in die Richtung und da wird er in die Richtung fließen. Da sehe ich hier eine elektromagnetische Feldkomponente ankommen so und hier eine ankommen so und zwar genau gleich groß. Weil das kommt von da und das kommt von da. Löscht sich gerade aus. Deswegen ist in Breitseite hier keine Strahlung zu sehen. Ne? Also ist da einfach eine Null, weil sich gerade da das Ganze auslöscht. Gleichwohl, in axialer Richtung ist wieder nichts. Dazwischen sind die Maxima. Wenn Sie jetzt also hier stehen, an der Stelle, dann würden Sie Komponenten von da sehen und Komponenten von da aber auch. Aber natürlich mit einer entsprechenden Phasenverschiebung, weil der Weg ja ein bisschen länger geworden ist als der, sodass eben keine vollständige Auslöschung mehr, mehr vorliegt. Ne? So, also haben Sie so ein Kleeblatt da. Wer es braucht... Das Ganze können Sie mit 3,5 Lambda betreiben. Da ergibt sich fast genau das Gleiche, nur dass Sie natürlich, wenn Sie drei Berge da drauf haben oder drei Huggel auf dem Ding haben, so wie das hier beispielsweise, so, dann machen die beiden sich, oder die beiden addieren sich und der macht einen von den beiden weg, ne? Aber eben nur einen von den beiden. So, deswegen sehen Sie da in Breitseite natürlich noch wieder was. So, 2 Lambda, selbes Spiel wie bei einem Lambda, nur eben doppelt so komplex. Und wenn Sie jetzt die Antenne lang machen, dann bekommen Sie schon Abstrahleffekte hier bei 4 Lambda. Abstrahleffekte, die in so eine Richtung Langdrahtantenne gehen. Das heißt so in etwa so leicht geneigt zur axialen Richtung wird abgestrahlt. Sowas nutzt man im Kurzwellenfunk beispielsweise oder nutzte man im Kurzwellenfunk, um unter dem richtigen Winkel so Richtung Wolken nicht, in Richtung Ionosphäre zu strahlen, damit da dann die Wellen bouncen, damit es dann irgendwann auf der anderen Seite Australien rauskommt oder so. So dass man fragen kann, kannst du mich hören? Ja, danke fürs Gespräch. Das muss ich rausschneiden. So, was kann man über Antennen noch irgendwie wissen wollen? Will man was über Antennen wissen? Ground Effects mache ich in einem kurzen, in einem Bild. Ich lasse aber, auch wenn Sie mich gefragt haben, im Prinzip die Ausdehnung der Massefläche weg. Die Massefläche ist für mich zunächst immer so, wie ich sie brauche, ideal. Das ist sie aber ja eigentlich nie, ne? Sondern auch hier, die ist nur endlich groß. Bei anderen Antennen hier, da ist auch eben nur endlich groß. Ne? Also ich gehe aber immer davon aus, meinen Betrachtungen, die Antenne ist so groß und so ideal, wie ich es gerade brauche. Nur bei einem nicht, nämlich bei dem Monopol. Nehmen wir mal an, wir haben eine unendlich ausgedehnte leitende Fläche. Und da stellen wir eine Antenne drauf. Und diese Lambda-Antenne ist jetzt gerade Lambda-Viertel groß. So, dann würden wir die hier, das ist nicht so schön gezeichnet, so hier speisen. So. Ja, was passiert? Ich meine, wir schicken hier oben einen Strom rein, das heißt, der saugt hier unten natürlich einen Strom raus, so, nicht? Im Endeffekt können Sie sich so eine ideale Groundplane, so eine ideale, unendlich ausgedehnte leitende Fläche auch vorstellen wie ein Spiegel. Wenn Sie jetzt an der Stelle stehen und haben einen unendlichen Spiegel, was würden Sie sehen? Sie sehen nochmal das Spiegelbild von dem Ding, ne? So. Das heißt also, aber Sie wüssten gar nicht, dass es da einen unendlichen Spiegel gibt. Also wenn man das nicht weiß, dass das ein unendlicher Spiegel ist, dann ne, nimmt man auch nicht wahr.
Also wenn Sie nicht wüssten, dass der dem Flur da, dass das ein Spiegel ist, dann würden Sie dem, der so aussieht wie Sie, wahrscheinlich jeden Morgen eine reinhauen oder so. Aber ist, Sie wissen ja, ist Ihr Spiegel, ne? So, können Sie das also wegdenken und dann haben Sie natürlich wieder insgesamt die lambda-halbe Antenne. So, so könnte man zum Beispiel auf dem Autodach, nicht? Das ist zwar keine ganz unendlich ausgedehnt, erst denn Sie fahren wirklich große Autos, ne? Also ist eine endlich ausgedehnte Groundplane, reicht es, wenn man sich einfach nur so ein Lambda-Viertel-Ding da oben drauf stellen und es erscheint Ihnen wie ein Lambda-Halbe-Dipol. Sie können auch die Erde, also Funkamateure tun das auch, ne? Also ihren Garten oder so, auch als unendlich ausgedehnte Massefläche und die vom Nachbarn mit, ne? Sehen. So, die machen ganz ähnliche Sachen dann, ne? Da reicht auch der Monopol, also ein Lambda-Viertel-Ding, ein bisschen länger als Lambda-Viertel sollte er sein, dann wird er effektiver, aber so in etwa Lambda-Viertel lang, nicht? Und dann haben sie eben diesen Spiegeleffekt dazu und sie könnten den effektiv als Lambda-halbe Dipol sehen. Haben Sie in den Feldern, haben Sie es bei mir eigentlich gehabt oder beim Kollegen? Ja, haben Sie da mal Spiegelladung oder sowas gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Mache ich auch nicht, okay. Ja, ist leider schade. Nein, das wäre ja genau das Gleiche, ne? Also was passiert, wenn Sie hier eine positive Ladung haben, über einer leitenden Fläche? Nun gut, dann muss das hier eine Äquipotentiallinie werden. Wie wird das in der Äquipotentiallinie, indem Sie daraus ein Dipolfeld machen? Ne? War es so oder war es mit Plus? Ne, so müsste es sein. So. Gut, was haben wir auch nicht besprochen? Endliche dicke Leitfähigkeit der Drahtantenne haben wir nicht besprochen. Bislang, ne? Können wir in Simulationen nochmal ausprobieren. Ausbreitungseffekte und Atmosphäre haben wir nicht besprochen. Also Langwellen kann man zum Beispiel, beugen sich zum Beispiel um die Erde drumherum. Deswegen können Sie im niederen Frequenzbereich, so 70, 100, 150 Kilohertz, auch die Langwellensender, die mittlerweile abgeschaltet sind, bis auf den 77 Kilohertz Zeitzeichensender, sehr, sehr weit empfangen, weil die Welle sich so an die Erdoberfläche anschmiegt. Ne? So ein bisschen so der Erdkrümmung folgt und nicht einfach so drüber weg. Während kürzere Wellen eigentlich geradeaus gehen. Wir haben Reflexionen an der Ionosphäre nicht betrachtet und Dämpfung in der Ionosphäre nicht betrachtet. Bislang macht einer von Ihnen den Amateurfunkschein. Da ist das großes Thema. Da machen Sie es da, ne? Das ist so mit D-Schicht, E-Schicht, F-Schicht und so weiter. Nee, noch nicht? Also, bitte? Also, ist ja die Frage so ein bisschen, worum es Ihnen geht. Es gibt eine Amateurfunk-Lizenz-Fragenkatalog-App. So, laden Sie sich die runter und machen Sie die fertig. Wenn es um den Schein geht. Wenn es um das soziale Ereignis geht, reicht das natürlich mit der App nicht, ne? Die effektive Fläche der Antenne kommt noch. Balanciert, unbalanciert, werden wir noch ein bisschen drüber sprechen. Und Polarisation und so weiter haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Oder werden wir auch nicht mehr drüber sprechen. Ich möchte Ihnen noch kurz erläutern, wie eigentlich so eine Drahtantenne berechnet werden kann. Ich glaube, ich zeige Ihnen auch einfach mal das Programm, von dem ich hoffe, dass es läuft. Das ist übrigens ganz nett für Leute, die Antennen entwerfen wollen. Fornect 2, ich muss mal gerade suchen. Genau, hier, da. Genau, da kann man das runterladen. Version 5.8.1 seit irgendwie 30 Jahren. Nee, das stimmt ja nicht. Also es ist relativ stabil, will ich damit sagen. Also da ändert sich nicht so viel. Ne? Das ist ja auch okay so. Ist ja auch ganz angenehm, mal ein Programm zu haben, das sich nicht alle Nase lang ändert. Startet es auch?
Ja, da, so, geht an. Entschuldigung. So, dann haben wir jetzt hier mal so eine Dipol-Antenne, ne? Also es ist einfach nur ein Dipol, Half-Wave-Dip, also Halbwellen-Dipol. Hier in Y-Richtung, XZ spielt keine Rolle. Ich habe das, dummerweise liegt das in Y-Richtung, nicht in Z-Richtung, ne? So, was soll's. Und warum lässt er mich das nicht sehen hier? Da ist es doch gut. So, ich möchte aber die Frequenz nochmal ändern. Ich kann den einfach mal laufen lassen. Das Farbfeld-Pattern hätte ich gerne für 150 MHz. So, ist dann hier rund. In der Richtung. Der hat hier in etwa das, was ich da auch ausgerechnet habe. Er hat eine etwas andere Drahtdicke und so. Deswegen stehen hier nicht die 77 und 49, ne, die wir eben hatten, da, sondern da stehen irgendwie 83 und ein bisschen was. Ich kann hier aber auch noch ein anderes Feld anstellen. Ah, Mist, der hat jetzt, der, weil der nämlich in Y-Richtung liegt, kriege ich nur entweder diesen Schnitt hin oder, naja, ich müsste ja den Schnitt hinkriegen können, den XY-Schnitt. Machen wir einen 3D-Plot mal eben. Kann er nicht. Auch nicht schlecht. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ah, okay. Gehen wir mal in den Editor hier. Wo ist er denn? So, gucken wir uns mal an, wie das definiert ist. Dann können wir es nämlich relativ schnell ändern. Also wir haben hier, das Ding hat die Nummer 1, das ist einfach nur ein Draht. 49 Segmente sollen es sein. Man nimmt gerne eine ungerade Zahl, damit es dann symmetrisch wird und man in der Mitte eine 1 hat. So, der startet bei minus 0,5 in Y1-Richtung. Da lassen wir ihn mal bei 0 starten und lassen ihn hier bis 0, von, bei minus 0,5 starten. Da. Und machen den da auch Y auf 0 und die Z-Richtung machen wir auf 0,5. So. Und schon haben wir es. Ne? Jetzt habe ich nämlich die Antenne gerade um 90 Grad gedreht und kriege jetzt das Strahlen, die Strahlungscharakteristik auch entsprechend angezeigt. Genau das, was wir hier eben hatten. So, was ist das Spannende jetzt dabei oder was ist erstmal das Format? Das Eingabeformat hier über so einen Editor mit Formen angegeben, das ist ja wunderbar. Schauen wir uns doch mal das Original an, müssen es nur finden. Fornec to Model Dip, wo finde ich denn das jetzt? So, das Originalformat vom NEC ist das hier. So, das ist einfach nur ein Textfile. Und zwar ist das nicht einmal notwendig, dass, oder ist nicht einmal so definiert, dass da nur steht, so hier, erster Parameter ist das, zweiter Parameter ist das und so weiter, sondern es ist tatsächlich definiert, in welcher Spalte der Parameter stehen muss. Also von dieser Spalte bis zu dieser Spalte bis, steht der erste, dann kommt der zweite, die Anzahl der Segmente und so weiter. Das ist Lochkartenformat. Aus der Zeit stammt das noch. Jede Zeile ist eine Lochkarte gewesen. Ne? Und da war dann genau eben eingestanzt, eingelocht, was der Parameter sein soll. Das hier oben, diese CMs sind Comments. GV ist Geometry Wire, Geometry End. Dann haben wir hier die Excitation, die an Element 25 liegt, nicht? Mit einer Spannungsquelle und so weiter. Und dann wollen wir das Farfield haben bei 150 MHz. Ne? Also das sind so die Essentials daraus. Ne? Also im Prinzip ist es Lochkartenformat. Und das, was eben der Ari Wors, also dieses Fornec 2 hier jetzt macht, ist, dass es so ein bisschen so dieses Lochkartenformat grafisch nochmal wieder darstellt und interpretiert.
und dass ihnen auch eine Eingabemaske oder sowas gibt. Das Tolle daran ist natürlich, sie können das ja auch programmieren, ne? Also man könnte jetzt ein kleines MATLAB-Skript oder Python-Skript oder sonst irgendetwas schreiben, das ihnen dieses Lochkartenformat rausschmeißt, das ruft das NAC auf, das, dann kriegen sie das Ergebnis wieder rein, ne? Also es ist wunderbar einfach einzubinden, wenn man das beherrscht, ne? So, ja, aber nochmal zurück hier, wie funktioniert das mit den Wire-Segmenten, also 49 Segmente. Im Prinzip wird Folgendes gemacht. Sie teilen den Draht auf in, hier sind es 6, ist auch egal, also in n Segmente. Und jede Struktur teilen Sie in Drahtsegmente auf. Ganz normales und relativ einfaches Drahtmodell. So, jetzt nehmen Sie zunächst mal an, da fließt jetzt der Strom I. Ist erstmal eine Variable, nur Platzhalter, ne? I1, I2, I3 und so weiter. I halt, ne? So, dann wird ja jedes kleine Stromelementchen hier ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das an jeder anderen Stelle hier zu irgendeiner Reaktion führt. Also Sie haben hier ein kleines Sendeantennchen und da oben ein kleines Empfangsantennchen. Und Sie haben hier ein Sendeantennchen, das sich sein eigenes Signal empfängt. Und das Signal von diesem Antennchen wird auch von diesem Antennchen empfangen. Also alles ganz niedlich. Das sind alles kleinste Teile. So, und dann können Sie nämlich hergehen, dass zum einen sich Ihr gesamter Strom auseinandersetzt oder zusammensetzt als eine Summe von irgendwelchen Koeffizienten, mal die Basisfunktion. Die Basisfunktion, das ist die erste Basisfunktion. Also auf dem Draht fließt das Strömchen. Das ist die zweite Basisfunktion, das ist die dritte und so weiter, ne? Also Basisfunktion heißt vorgegebener Strompfad. Erstmal viel mehr nicht, ein bisschen mehr gehört noch mit dazu, dass Randbedingungen erfüllt werden und so. So, dann erzeugt jedes Stromelementchen, das hier so ein kleines bisschen Beitrag hat, das ist dieser Koeffizient, der hier als I1 steht und frei wählbar zunächst noch ist, der muss sich ja ergeben, irgendeine Stromverteilung muss sich ja einstellen, kennt man ja nicht, ne? Die Basisfunktion kennt man sehr wohl und das ist das Feld letztlich, das erzeugt wird von so einem elementaren Strom. Das ist die Green'sche Funktion, hatte ich auf einer Folie davor schon mal, hat wahrscheinlich keiner gesehen, weil es auch zu schnell war. So, das, was man jetzt an dem Ort K, also meinetwegen hier, empfängt als elektrisches Feld, ist natürlich der Beitrag von allen Stromelementchen in der Summe, ne? Weiter nichts, also hier dieses Mathematiker-Symbol da, dieser Integral, ist ja nichts weiter als ein Sammler, ne? So, naja, und wenn Sie das haben, dann können Sie jetzt alle einzelnen Beiträge und, können Sie alle einzelnen Beiträge an den einzelnen Stellen messen. Das heißt, Sie können jetzt also sagen, da an meiner Antenne da oben, was würde die denn empfangen, wenn da unten der sendet? Ja, da das eine eine Stromdichte oder sowas ist, das andere ein elektrisches Feld, also Volt pro Meter, kriegen Sie eine Einheit hin, die so in etwa in die Richtung einer Impedanz geht. Und das ist genau das, was da passiert. Also die Kopplung hier zwischen diesen einzelnen Elementen können Sie als ein Impedanzelement beschreiben, also Z einfach, ne? Ja, und wenn Sie das tun und wenn Sie jetzt erstmal gucken, wie jedes Element mit jedem anderen Element reagiert, dann kriegen Sie so eine Matrix von Zs raus. Die ist jetzt hier 3x3 groß. So kleine Matrizen gibt es in der Numerik eigentlich nicht. Also außer der Darstellung hier, nicht? Also meine wäre jetzt schon mal 49x49 groß, weil das waren 49 Elemente, die ich hatte, ne? Und auch das ist klein. Also das kann hier auch in die Tausende gehen. Aber Sie müssen es ja nicht von Hand und auch nicht mit Signalflussgraphenzeichnungen da lösen, sondern Sie können ja den Rechner nehmen, ne? Im Prinzip haben Sie also dieses elektromagnetische Problem durch Kleinteilung zerlegt in Matrixproblem. Plus dieses Integral muss auch gelöst werden. Das ist nicht so einfach, weil ein Stromelement, das Signal, das ein Stromelement empfängt an der Stelle, wo es selber ist, ist theoretisch gesehen unendlich. Dieses unendlich richtig auszurechnen und mit ein paar Tricks eben nicht unendlich zu machen, ist eine diffizile Sache. Also kann man viel Zeit mit verbringen. Und das auch noch numerisch effizient hinzukriegen, also dass Sie jetzt nicht Tage brauchen, um dieses Integral hier zu lösen, da, ne, numerisch, müssen Sie auch nicht von Hand machen oder so, ne? Macht Ihnen die Numerik. Aber auch das soll in endlicher Zeit gehen. Also da kann man eine ganze Menge Arbeit reinstecken, um das effizient hinzukriegen.
So, auf der anderen Seite können Sie letztlich sagen, okay, ich habe eine Anregung hier auf der rechten Seite oder Randbedingungen. Das tangentiale elektrische Feld auf allen Stromkomponenten, auf allen leitenden Komponenten muss 0 sein, das wissen wir. Na, bis auf einem, das ist die Anregung in der Mitte. Da habe ich ja eine Spannungsquelle hingetan. Da muss das elektrische Feld nicht 0 sein. Überall anders muss das tangentiale elektrische Feld auf dem Leiter verschwinden. Das ist eine ganz notwendige Randbedingung für gute Leiter. So, also kriegen Sie die rechte Hand hier raus, rechte Handvektor raus. Das kennen Sie. Also können Sie durch eine Matrixlösung das da bestimmen. Relativ einfacher Vorgang. Und das ist das, was jetzt eben dieses NEC auch macht. Das ist eine Variante, eine Antennenberechnung zu machen als Vollwellensimulation. Es gibt noch ein paar andere, aber es ist eine Variante. So, wenn Sie das I haben, dann wissen Sie ja ganz genau, wie die Stromverteilung ist. Wenn Sie ganz genau wissen, wie die Stromverteilung ist, können Sie auch das Feld an jedem Raum ausrechnen. Schon ist das getan. Das machen wir nicht. Ja gut, so. Fragen, Kommentare an der Stelle? Sie gucken so ernst. Sie gucken nicht ernst. Gut. Gucken wir uns noch Wellenausbreitung an. Ja, und dann sind wir auch sozusagen fertig. Und dann machen wir das nächste Mal Antenna Magus oder sowas. Nehmen wir mal ein Standard-Kommunikationssystem. Signalquelle oder Leistungsquelle, Antenne mit einem Gewinn, Empfangsantenne mit einem Gewinn, Leistungssenke. Dazwischen Abstand natürlich. So, dann ist jetzt ja die Frage, was kann ich denn hier empfangen? Entweder absolut oder bezogen auf das, was hier als Leistung zur Verfügung stand, das P1. Ich habe ja das mal als Verhältnis angegeben. Also zum einen wissen wir ja, je Gewinn, desto mehr. Ne? Das ist irgendwie logisch. Das gilt sowohl für die Sender als auch für die Empfangsrichtung. Also an diese beiden Faktoren können wir mal einen Haken machen. Dann verteilt sich ja die gesamte Leistung auf die Kugeloberfläche, die da angegeben wird mit 4πr². Damit habe ich jetzt schon mal einmal eins erklärt, nämlich 4, einmal 4π, hier stehen ja zweimal 4π, und r². So, jetzt ist aber ja die Frage, das wäre ja eine Leistungsdichte. Also ich könnte ja jederzeit angeben, was ist die Leistungsdichte, die in dieser Richtung hier irgendwie erzeugt wird. Dann habe ich das G2 zwar nicht drin, aber aus dem G1 heraus wird sich das ergeben. Also die abgestrahlte Leistung mal Gewinn verteilt auf die Kugeloberfläche. So, ich will aber keine Leistungsdichte empfangen, ich will eine Leistung empfangen. Also muss ich ja über einen gewissen Flächenbereich die Leistung aufsammeln, aufintegrieren. Erst dann wird ja aus einer Leistungsdichte wieder eine Leistung. So, und diese Fläche, über die ich das hier aufsammle, ist, das kann man mathematisch zeigen, Lambda² durch 4π. Das erklärt das nächste 4π und das Lambda² da oben. So, diese Formel, die da steht, ist die sogenannte Friesche Formel. Vom Herrn Friesch? Nee, ich meine holländisch oder dänisch oder was? Ja, genau. Ich weiß es nicht. Okay. Also, vielleicht müsste man das wissen, wer der Typ war. Bei manchen anderen Künstlern hier in diesem Bereich weiß ich es ja auch, wo sie herkommen und wie sie gearbeitet haben oder wo sie gelebt haben. Bei ihm weiß ich es nicht. Und da, hier, ihr habt da alle Google an, macht doch mal gerade. Schon dabei, genau. Also, ich habe gerade einen anderen Kurs, da werden die schneller. Nicht in der Elektrotechnik. Da wird dann also ganz schnell wird da dann eingetippt und dann, nee, das stimmt aber nicht, das stimmt aber doch und so. Und das ist die Frage dann gleich. Da fragst du dich, was du machst. Ne? Warum man nicht einfach nur 3 Folien macht mit ein paar Google-Schlagwörtern und dann sollen sie selber rausfinden, was sich dahinter verbirgt. Ne? Vielleicht ist das mal ein neues didaktisches Konzept. So, also. Das Ding hier, Formelsammlung haben wir ja nicht mehr. Also das Ding gehört eingekastelt. Ne?
Also Formelsammlung haben wir nicht mehr, Sie dürfen zur Klausur das ganze Pamphlet hier mitbringen. Ne? Wissen oder nochmal irgendwo handschriftlich rausschreiben da drauf oder so, nicht? Ja, okay. So, man kann das Ganze hier noch in DB angeben, wer es denn mag. Mir ist es lieber hier also ich mag es lieber in dieser Variante, aber man kann es natürlich in der DB-Variante auch angeben, indem man von all dem hier den 10er-Logarithmus bildet. Und dann kommt eben das dabei raus. Nur dummerweise muss man dann die Entfernungen und die Frequenz auf einen festen Faktor beziehen. Nicht? Das ist dann hier der Kilometer und hier das Gigahertz. Ob das jetzt so gelungen ist, sei mal dahingestellt. Und daraus, und hier steht ja die Frequenz und Wellenlänge stehen ja über die Lichtgeschwindigkeit zusammen. Die Lichtgeschwindigkeit also geht hier auch noch mit ein. Das macht dann den Faktor 92,44 dB aus. Ne? So, also der fällt nicht, und die 4 Pi stecken da auch drin. Also der fällt nicht nur vom Himmel. Also der hat schon irgendwie eine tiefere Bewandtnis. Ne? Man kann das ausrechnen. So, gucken wir uns doch mal, und dann haben wir es geschafft für heute. Gucken wir uns doch mal drei, ich habe hier prototypisch rausgegriffene Kommunikationssysteme an. Bluetooth für absoluten Nahfunk. GSM für irgendwie was dazwischen, hätte ich jetzt auch heute setzen können, UMTS oder LTE oder sowas, ne? Also es hat keinen großen Unterschied gemacht, und für was richtig weit weg ist, Astra, also Satellitenfernsehen. Ne? Mir ist das zu dunkel, ich weiß nicht, was die Kamera dazu sagt, aber ich mache mal ein bisschen Licht. So, was haben wir denn dann für Parameter, typische? Wird schlechter? Ja. Ich möchte nicht unterbelichtet erscheinen, das ist das Problem. Ja, das könnte ja einer von Ihnen mal machen hier. Wir könnten ja so einen Rollladen-Offizianten hier ernennen. Was klasse, wenn man bedient wird, ne? Ja, sowas gibt dann immer so die Hates, ne? Ja, aber auch gegen Sie, was die sich alles gefallen lassen, ne? Ja. So, also das da oben sind die typischen Ausgangsleistungen da, 10 dBm, 10 Milliwatt beim Bluetooth bis zu 2 Watt. Also in den aller wenigsten Fällen wird heute ein GSM-Handy tatsächlich mit 2 Watt senden. Die wenigsten können das auch noch, aber so ist die Spezifikation. Ne? War wahrscheinlich früher, wenn Sie auf dem Land im Fahrstuhl saßen oder so, dann wird da die 2 Watt gemacht haben. Ne? Das ist wie ein Akku-Kopf. Das war das alte Nokia, das ist ein Nee, ja, Moment. Das ist die erlaubte Spitzenleistung. Die wird in den allermeisten Fällen nicht abverlangt werden, ne? Sondern man kann natürlich so ein Handy in der Leistung regeln. Also die Basisstation kann dem sagen, mach lauter, mach leiser, ne? Und 2 Watt ist dann das Lauteste. Es gibt sogar eine Variante des GSM für 8 Watt. Die war geplant für noch größere Strecken, wenn Sie Seefunk machen wollen, also wenn Sie irgendwo surfen. Also nicht Ozean, sondern so Küstengewässer, ne? Also Mitte Atlantik geht dann doch nicht, ne? Da brauchen Sie andere Techniken. Was? Flugzeugradar. Das ist von der Armee, das hat bis zu 1 Gigawatt. Geht ein bisschen Feld an. Ja. Vogel durchfliegt. Ja, natürlich. Also da, klar, wenn da eine Möwe durchfliegt, dann ist die tot, ja. Das ist richtig. Also auch Schiffsradars und sowas können das haben. Ja. So ein Astra 1E, Wanderfeldröhre da oben oder Endverstärker hat 85 Watt. Also klingt es nicht so viel, nur damit Sie mal so ein bisschen so Bauchgefühl kriegen dafür. Ne? So, was haben die Antennen? Hier in dem Fall ist es die Sendeantenne. Was haben die für Gewinne? Beim Bluetooth und beim GSM wollen wir eigentlich keine Richtwirkung haben. Na, also ich rede hier beim Handy hier oben auch vom Handy, ne? Also nicht von der Basisstation, da bin ich noch nicht. Wollen keine Richtwirkung haben, weil egal wie wir uns orientieren zueinander, das können wir nicht wirklich
kontrollieren, soll sich da nichts ändern. Ne? Das ist natürlich, also das ist Utopie. Da es den Isotopstrahler nicht gibt, sind auch die 0 dB da Utopie. Wahrscheinlich werden die eher einen negativen Gewinn haben, also schon eine Best-Case-Abschätzung. Ne? Oder ein bisschen Gewinn in irgendwie eine Hauptrichtung oder sowas. Ne? Das kann schon mal vorkommen. Wird so um 0 liegen. Nehmen wir es mal an mit 0. Ne? So, damit ist dann die effektiv, achso, aber nicht der Astra-Satellit. Ne? Der Astra-Satellit soll ja nur einen schmalen Abdruck auf der Landkarte, nicht mal die ganze Erdhalbkugel beleuchten, über der er gerade steht, sondern der soll ja tatsächlich nur eine Region auf der Erde beleuchten. Ne? Das heißt, der kann sehr, sehr stark bündeln, ruhig, darf das auch. Und zum Mars soll er schon mal gar nicht senden, ne? Weil da wissen wir, ist ja noch keiner von uns, ne? Der da Fernsehen gucken wollte. Und von daher hat der hier einen Gewinn von 32 dB. Das ist irgendwie so 1.500, ne? Nee, mehr. Also irgendwie Faktor 2000 oder sowas. So, die effektiv ausgestrahlte Leistung ist dann 10 Milliwatt, 2 Watt, also gar nicht verändert, ne? Ich habe es nur umgerechnet gerade, 51 dBW. Haben Sie ein Gefühl dafür, was das in Linear ist? Na, das sind 100.000 Watt, ne? Also mehr als 100.000 Watt. Jo. So, das heißt also, der bündelt seine Leistung so, also wenn Sie das da oben mit einem Isotropstrahler machen wollten im Satelliten, dann müssten Sie dem 100.000 Watt am Fußpunkt geben. Ne? Das ist ein weiterer Grund, warum man diese Antenne nimmt, weil die 100.000 Watt muss da erstmal erzeugen da oben. Ne? Was? Ja, genau. Super Idee. Okay, die Empfangsantenne beim Bluetooth wieder keine Richtwirkung, weil wir wirklich auch das nicht tatsächlich positionieren können, auch nicht kontrollieren können oder wollen. Ne? Also soll dann auch meinetwegen hier beim Bluetooth, das ist ja oft auch Handy und Headset oder sowas, die sollen auch irgendwie zueinander liegen können und immer noch funktionieren. Ne? Nicht so beim GSM beispielsweise. Es befinden sich die Nutzer alle auf der Erdoberfläche. Ne? Das heißt also, es reicht auch, wenn Sie die Erdoberfläche so in so einer Scheibe bestrahlen. Ne? Die müssen nicht nach oben abstrahlen oder so. Die Nutzer vom GSM sind nicht über der Basisstation typischerweise. Ne? Ja, Sie lachen, aber so ist es. Ne? Sondern die befinden sich so in so einer Scheibe, da von wo aus man das sehen kann. Ne? Und deswegen können Sie da eine Antenne einbauen, die 11 dB Gewinn hat. Sie können auch, wenn Sie sich die da oben angucken, sehen, die sind auch so ein paar übereinander gestapelt. Ne? Oder Sie machen das so wie diese hier, die hat aber keine 11 dB. Warte, weiß nicht mehr. Also, wie machen Sie mit dieser Antenne? Die ist nämlich für sowas auch gedacht. Ja, einfach mehrere übereinander, dann bündeln die in der vertikalen Richtung. Ne? So. Sie wissen alle, wenn Sie Satellitenfernsehen gucken wollen, brauchen Sie so einen Dish da, ne? Also eine Satellitenschüssel, die hat 35 dB Gewinn, Faktor 3000. Weil der Satellit ja geostationär ist, also Sie wollen auch nur den auf den ausrichten. Das machen Sie typischerweise einmal und dann ist gut. Außer Sie fahren mit dem Wohnmobil durch die Gegend, dann müssen Sie es jeden Abend machen. Ne? Wer? Achso. Ah, okay. Ja gut, da gibt es ja Lösungen dafür, ne? Ja, man findet ja auch, also man hat ja auch Wohnwagen mit Satellitenschüsseln, gibt es ja auch, ne? Nur da machen sie es halt dann eben, wenn sie ihn umpositioniert haben. Okay, so, die Frequenz und die Wellenlänge da draus, hier angegeben, das sind die typischen definierten Bereiche, hier 2,4 GHz, 900 MHz, 12 GHz, macht diese Wellenlängen, diese Entfernungen sind geplant, 10 Meter beim Bluetooth, so um und bei kriegt man das auch hin, vielleicht sind es auch 20, 30 Mal oder so, wenn Sie Glück haben. Ne? 35 Kilometer ist so eine GSM-Zelle beim 900 MHz-Band spezifiziert als maximale Entfernung. Die wenigsten Zellen werden diesen Durchmesser haben in Deutschland, weil die Funkmastendichte mittlerweile wesentlich höher ist. Ne? Aber das war erlaubt. 36.000 Kilometer Höhe ist die geostationäre Bahn, da ist der Satellit. Gut, wenn wir das haben, können wir hier die Freiraumdämpfung ausrechnen, also Lambda durch 4 Pi, R und das alles zum Quadrat. Ich habe es gleich in dB ausgedrückt, dann kommen wir hier auf 60
122 oder 204 sind doch erstmal bloß Zahlen. Und wenn Sie daraus jetzt mit den Gewinnen verrechnet, also denen da, zusammen ausrechnen, wie die Leistungsverhältnisse sind, die Sie kriegen, sind das minus 60, minus 111 und minus 137. Ja, darauf jetzt noch gerechnet die tatsächliche Empfangsleistung, hier P2, das heißt, Sie müssen das P1 noch hier mit reinrechnen, dann kriegen Sie raus minus 50 dBm hier im Bluetooth, minus 78 dBm hier und 1,6 Picowatt, ich habe es jetzt nicht mehr ausgedrückt in dB, für den Astra 1E Satelliten. So, das hier ist jeweils kein Problem. Also minus 50 dBm ist, also das kriegen Sie auch mit billigen Bausteinen, kriegen Sie die Empfindlichkeit hin. Da ist eher das Problem, dass Sie diesen Wert hier nicht haben, weil Sie ja immer irgendwelche Obstacles, irgendwelche Hindernisse oder so im Funkweg haben. Ne? Und sei es nur die Hosentasche oder, na gut, zwischen Maus und Dings da, das ist schon eine ziemlich gute Verbindung, aber selbst wenn Sie irgendwie eine Bluetooth-Verbindung aufbauen, zwischen Laptop und einer Bluetooth-Box oder einem Drucker oder sowas, ne? Selbst da haben Sie ja schon eventuell irgendwie einen Holzblock dazwischen oder einen Stuhl oder sowas da im Weg. Ne? Also ist das hier schon das, wo es gelogen ist. Ne? Beim GSM ebenso, auch das kann hier größer werden, das ist auch kein wirkliches Problem. Die Empfindlichkeit einer Base Transceive Station, also BTS, ne? Open BTS, liegt bei minus 104 dBm, das ist deutlich über dem da, also auch das ist kein ernsthaftes Problem hierfür. Auch da gilt, dass das eventuell eine zu positive Abschätzung ist, weil Sie befinden sich in der Nähe der Erdoberfläche. Sie haben eventuell eine Wand in der Nähe, Sie haben noch einen Berg irgendwo rumstehen oder sind im Wald oder sowas, sodass der Wert hier gar nicht mehr so richtig stimmt. Ne? Gerade bei 35 Kilometer Entfernung können ja auch noch ein paar Häuser dazwischen sein oder so. So dass, also wie gesagt, das da nicht stimmt, aber auch tatsächlich die Funkfelddämpfung gar nicht beim GSM das Problem ist, sondern die Entfernung, die Laufzeiten das Problem sind. Ne? Sie haben ja die Tatsache, das ist mehr was für das nächste Semester, aber schon hier kann man es ansprechen, Sie haben ja einen, der steht direkt unter der Basisstation und einen, der ist 35 Kilometer weit weg. Und im Prinzip müssen Sie ja an der Basisstation warten, bis alle Ihre Daten da passend abgeliefert haben, also bis der erste was hatte und der letzte irgendwie auch was abgeliefert hat, bis sie dann irgendwie den nächsten Zeitschritt starten können. Ne? Das heißt, müssen sie da so eine Wartezeit, so eine Latenzzeit definieren und die ist eben hier so definiert, dass sie bei 35 Kilometer liegt. So, könnte man auch anders machen. Das ist zum Beispiel, würde man das bei der Marine, also hätte man dieses Seefunkding, also mit dem 8 Watt da gemacht, hätte man im GSM nur jeden zweiten Zeitschritt verwendet. Genau aus dem Grund, weil man ja warten muss, bis der letzte da irgendwie auch noch angekommen ist, ne? Störungsfrei. So, hier müssen Sie nichts warten. Hier ist tatsächlich die Funkfelddämpfung das Problem. Und Sie sind hier, wenn Sie hier von einem, nur mal abgeschätzt, von einer Empfangsbandbreite von 10 MHz ausgehen, dann haben Sie hier ein Signalrauschverhältnis von 16 dB. Das ist im Analogen sehr wenig und das ist auch im Digitalen für eine QPSK, also für so eine relativ einfache Modulationsart, so das, womit man noch leben kann, aber jetzt auch nicht überragend toll. Also Sie sind da auch an der Grenze und das sehen Sie natürlich auch, wenn Sie dann im Schnee treiben oder so versuchen, Fernsehen zu gucken, Satellitenfernsehen zu gucken, haben Sie manchmal Schneetreiben. Also früher beim Analogen hatten Sie Schneetreiben, heute haben Sie halt einen schwarzen Bildschirm, ne? Gut, so, nur das Konzept der Fresnel-Zone noch mal kurz erwähnt. Ich möchte da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wenn man Sender und Empfänger hat, wie hier gezeigt. Bitte? Wird meistens eh nicht beachtet. Nee, beim Bluetooth sowieso nicht. Also. Ja, also das ist tatsächlich für Richtfunk da. Nicht? Also der Punkt ist. Allerdings, also Sie müssen diese Ellipse, die aufgespannt wird durch die Sender und Empfänger, die sind in den Fokuspunkten der Ellipse, die müssen Sie frei von irgendwelchen Störungen halten. So, dann kriegen Sie die optimale Verbindung hin. Der Punkt ist nur, wenn Sie die halb wegmachen,
da also bis zu dem, wo das B ansetzt, da im Prinzip den Berg reinwachsen lassen, wie immer man das machen kann, dann hätten Sie die halbe Amplitude nur. Das wäre ein Viertel der Leistung, also hier Power Loss von 6 dB auf dem Wege schon. Ne? So, das ergibt sich daraus auch noch. So, und ich habe hier noch ein Nahfeld, nee, Nahfeld ist es nicht, Kurzstreckenfunk, Pfadmodell rausgegriffen vom IEEE. Das ist spezifiziert oder beschrieben unter 802.15.4. Das ist so der Standard für Zigbee. Zigbee ist ein Kurzstreckenfunksystem, wird auch in der Hausautomation beispielsweise verwendet. Also die etwas besseren Hausautomationsdinge haben Zigbee drauf. Gibt auch mittlerweile Glühlampen, oder Glühlampen sind ja verboten, also LED-Lampen, die Zigbee sprechen, ne? Die sie dann über irgendwelche Fernsteuerung oder so einschalten können. Ne? Einmal gegeben, weil es nämlich in zwei Frequenzbändern unterwegs ist, für 900 MHz, einmal für 2,4 GHz. Und da sehen Sie schon aufgrund des unterschiedlichen Lambda, was ja da oben den Wert ausmacht und hier bei 2,4 GHz kleiner ist, fallen die für 2,4 GHz deutlich schneller ab als für 900 MHz. Und wenn Sie hier mal gucken, nehmen wir mal willkürlich an, minus 80 dB hier ist das, was Sie maximal vertragen können, danach empfangen Sie nichts mehr, dann ist das bei 2,4 GHz erreicht nach etwa 30, 40 Meter und hier nach etwa 70 Meter, ne? Was allein an der größeren Wellenlänge liegt. Und deswegen ist das, dieses niedrige Frequenzband auch so attraktiv. Gerade für Smart Metering, Smart Grid und so weiter, ne? Weil sie da relativ große Bandbreiten haben und, das steht hier nicht drin, die auch noch relativ gut Wände oder sowas penetrieren. Ne? Also je geringer die Frequenz, desto besser dringen sie ja irgendwo durch Wände durch. Ne? Bei 2,4 GHz wird das schlechter. So, und wenn Sie jetzt einfach sagen, Sie wollen auch eine Waschmaschine im Keller erreichen können, ne? Dann müssen Sie erstmal in den Keller reinfunken können. Und da nehmen Sie lieber eine niedrige Frequenz. So, Sie sehen zusätzlich noch hier einen Knick drin. Dieser Knick ist dem geschuldet, dass man einfach gesagt hat, so, naja, bis 8 Meter, bei 8 Meter ist der genau, bis 8 Meter wird da wohl keine Störung dazwischen sein, aber dann ist sicherlich mindestens eine Wand dazwischen. Ne? Deswegen haben Sie den Knick da oben nochmal drin. Das ist aber ist nur ein Modell. Ne? So, die Werte sind hier angegeben. Okay, so, dann wünsche ich ein schönes Wochenende und wir machen dann Schluss für heute.